Battle Go. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Oh mein Gott. Ist das kurz überhaupt schalten hier? Und zwar habe ich mir gerade den Harry Potter Go Trailer angeschaut. Das war ein Fanmade Trailer. Den gibt's schon ewig. Der ist auf einmal irgendwann mal gekommen. Sah immer cool aus, aber war halt so eine Art Verarsche. Und jetzt, gestern Abend, wurde von Niantic angekündigt, dass echt Harry Potter Go erscheinen wird. Die nennen es, glaube ich, irgendwie Wizards Unite, also Harry Potter Wizards Unite. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich bin noch kein großer Harry Potter Fan, um ehrlich zu sein. Ich habe noch keinen einzigen Teil geschaut, gesehen, gelesen. Aber habe ich schon lange vorgehabt und jetzt, wenn das Spiel rauskommt, irgendwann 2018 soll es rauskommen, ist es ein Grund für mich, alle Teile mal anzuschauen und dann, falls ich ein Fan bin, werde ich, oder auch wenn ich kein Fan bin, werde ich das Spiel auf jeden Fall mal abchecken. Es kam ja jetzt vor kurzer Zeit Draconius Go raus, Pokémon Go, Nachfolger, Kopie, was auch immer, wie man es nennen will. Das Spiel an sich ist eigentlich nicht schlecht, aber hat eine Menge Hate bekommen, vor allem bei mir. Ich habe nicht vorgehabt, dass, also ich habe es mir überlegt, aber ich habe mich dazu entschlossen, jetzt das nicht zu spielen. Jetzt nicht wegen dem Hate, sondern weil ich halt keine Zeit dafür habe und ich meine, jetzt kommt der Winter und es ist eh schon ziemlich schwierig, genug Motivation und sowas zu sammeln, um rauszugehen, um Pokémon Go zu spielen. Da kann ich nicht rausgehen, Pokémon Go spielen und dann nochmal rausgehen für Draconius Go. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, kein Draconius Go zu spielen. Auch wenn es echt ein paar interessante Sachen hat, die in Pokémon Go einfach fehlen. Aber ich bleibe bei Pokémon Go. Wie gesagt, bei Draconius Go fehlt einfach das Franchise. Die Sachen sind unbekannt, also die Monster, und dadurch hat man diese Verbindung nicht. Und viele spielen Pokémon Go einfach nur, weil man Pokémon kennt. Dementsprechend möglicherweise Harry Potter Potenzial. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Werdet ihr es spielen? Seid ihr große Harry Potter Fans? Und dann stellt sich natürlich die Frage, oder eine Diskussion könnte man daraus entfachen, was für andere Franchises man in ein Go-Spiel umwandeln könnte. Zum Beispiel Dragon Ball. Ich habe mir jetzt Dragon Ball Super angeschaut, bin jetzt endlich aktuell. Das wäre geil. Oder Digimon Go. Großer Digimon-Fan hier. Solche Sachen würde ich auf jeden Fall zocken. Oder würde alles, was jetzt kommt, auch als billige Kopie abgestempelt werden und mit Hate überschüttet werden, so wie Draconius Go. Und da lag es echt einfach nur dran, dass Draconius Go halt aus dem Nichts kam, also neu erfunden wurde und nicht basierend auf irgendwas ist, was es halt schon gibt und was schon Fans hat. Das war so eine kurze Ankündigung, dass Harry Potter Go kommen wird und was mit Draconius Go passieren wird, auf meinem Channel zumindest. Ich hatte eigentlich vor, eine Folge zu drehen, zumindest so zum Spaß mit den Jungs abhängen und Draconius Go zocken. Das werde ich auf jeden Fall machen. Aber jetzt so regelmäßig werde ich das auf gar keinen Fall spielen, keine Zeit dafür. Keine Zeit dafür, und ich glaube auch echt nicht, dass das Spiel so, wie nennt man das, gut ankommen wird und bestehen bleiben wird. Dementsprechend lassen wir das lieber. Aber Harry Potter Go vielleicht. Schreibt eure Meinung zu dem Spiel und allgemein zu Harry Potter rein. Ich werde mir auf jeden Fall demnächst, wenn ich Zeit habe, alle Teile mal anschauen. Das hatte ich schon lange vor. Ansonsten war es das. Schreibt unten noch in die Kommentare, was für andere Spiele ihr als Go-Variante sehen wollt. Ich zum Beispiel Digimon Go und Dragon Ball Go zum Beispiel. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Heute Livestream, schaut vorbei. Discord-Channel haben wir jetzt auch, schaut da vorbei. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Und, oh mein Gott, Twitter, Instagram, Facebook, da auch vorbeischauen. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.